Guten Morgen, Gotha. Es ist der 1. Mai. Wir sind nicht zur Demo gegangen und trotzdem habe ich einen roten Windschutz für das Mikrofon mitgebracht, so ein bisschen in Erinnerung an die Bedeutung dieses Tages. Wir sind aber heute im Tierpark nicht deshalb, sondern weil seit 27. April der wieder geöffnet hat. Und wir sprechen mit der stellvertretenden Tierparkleiterin Annette Engelhardt, was sich in den letzten Tagen getan hat. Frau Engelhardt, Sie strahlen so. Sie strahlen deshalb, nehme ich mal an, weil die Sonne scheint und weil Sie seit dem 27. wieder aufmachen dürfen. Was ist denn seit dem 27. gewesen? Sind Sie überrannt worden von den Leuten? Nein, also wir haben mit mehr Ansturm gerechnet, das müssen wir sagen, aber wir haben fast vermutet, dass viele Leute gesagt haben, ah nee, die ersten Tage gehen wir mal noch nicht, weil so viele Leute gehen. Aber wir hatten trotzdem sehr gute Besucherzahlen jetzt für in der Woche und wir sind trotzdem ganz zufrieden. Und wie diszipliniert sind die Gotha, wenn sie jetzt in ihren Tierpark kommen? Ich möchte den Gotha ein ganz großes Lob aussprechen. Sie sind sehr diszipliniert. Sie verstoßen nicht gegen irgendwelche Auflagen, die wir hier machen mussten. Sie, wenn mal was sagen, dann hören sie sofort und sind einsichtig. Sie sehen ein, dass wir unsere Spielplätze absperren mussten. Sie sind einfach nur glücklich, dass sie wieder zu uns in den Tierpark kommen können. Stichwort Spielplatz würde ich gleich gerne nochmal anhaken. In der jüngsten Verfügung des Ministeriums ist ja gesagt worden, dass die jetzt auch wieder aufgemacht werden dürfen. Wie sieht es mit Ihrem aus? Wenn das dann irgendwann öffentlich kommt, dann werden wir unsere Tierparks auch für unsere Besucher wieder öffnen, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum man mit dem Auto nicht mehr wie bisher bis hier zum Tierpark fahren kann? Das hat das Landratsamt uns auferlegt, dass, weil die Straße dann doch sehr eng ist und wenn wirklich sehr große Besucherströme kommen, die Leute auf der Straße stehen, dass nicht noch irgendwas passiert, dass man dort besser den Abstand halten kann. Weil wenn die Leute da parken, wird es immer sehr eng. Wenn jetzt jemand kommt, der zum Beispiel gehbehindert ist oder so, darf man dann trotzdem mal bisher herfahren? Der darf auf jeden Fall bisher. Also Sie sind da nicht pinglicher als der Papst, wenn es um sowas geht? Auf keinen Fall. Wir haben es ja auch gemerkt, wir sind ja ganz nett behandelt worden, als wir hier kamen mit dem Presseausweis. Aber trotzdem kontrolliert. Wer sind denn die beiden, die die Kontrolle hier ausführen? Die vorne an der Kasse stehen, das sind Kollegen, Kulturstadtmitarbeiter. Da sind wir sehr froh drüber. Die helfen uns hier, dass wir das auch so organisieren können, was wir für Auflagen bekommen haben, dass wir das umsetzen können. Und mit meinen nur Tierpflegern, die ich hier habe, könnte ich das gar nicht so umsetzen. Nun war ja der Tierpark eine ganze Zeit lang geschlossen, vom 14. März bis zum 27. April. Haben Sie da Däumchen gedreht oder was haben Sie gemacht in der Zwischenzeit? Also bei uns lief der Betrieb normal weiter. Die Tiere haben genauso Hunger, die müssen genauso sauber gemacht werden. Und wir haben aber auch versucht, viel ein bisschen noch zu verschönern, dass wenn wir dann wieder öffnen, dass es für die Besucher dann auch nochmal richtig attraktiv wird. Wir haben die Fassaden gestrichen, wir haben ein bisschen ausgeholzt, dass nicht mehr so viel Gestrüpp ist. Also wir haben schon viel zu tun gehabt. Nun ist der Rainer Aschenbrenner ein Klugscheißer vor dem Herrn und hat sich natürlich vorher informiert, was alles zum Tierpark gehört. Da steht, er ist 6 Hektar groß. Es gibt 140 Tierarten und rund 600 Tiere, die hier leben. Ja. Von den 140 Tierarten, was ist denn da eigentlich Ihr Lieblingstierart? Meine Lieblingstierart sind die Kängurus. Aber es gibt auch die Tiger und die Leoparden, diese Großkatzen oder die großen Raubtiere, die liegen mir auch sehr am Herzen. Das ist auch was Schönes. Das ist auch was sehr Spezielles für den Tierpark Gotha. Eine Kollegin oder ein Kollege von Ihnen aus NRW hat in einem Beitrag mal gesagt, die Tiere hätten sich gelangweilt, weil kein Besucher gekommen ist. Wie haben sich denn Ihre Tiere hier verhalten in der Zeit, wo die Sperre gewesen ist? Ja, also man kann das wirklich feststellen, den Ziegen oder so den Eulen, denen ist das egal, ob Besucher kommen. Aber unsere Affen und unsere Pelikane, das sind so hauptsächlich, die haben sehr gelitten, muss man wirklich sagen. Für die Affen sind die Besucher auch viel Abwechslung. Wenn da die Kinder davon vorne hin und her springen, dann animieren die auch die Affen. Und da mussten wir dann immer ein bisschen gegensteuern, die immer noch ein bisschen mehr beschäftigen, ein bisschen was verstecken, was Leckeres, dass sie suchen müssen. Unsere Pelikane haben hier die Eigenart, dass sie sehr gerne mit den Besuchern spazieren gehen. Man sieht es hier, unser Zaun ist nicht so hoch. Da sitzen sie mal drauf und gehen dann mit den Leuten durch den halben Tierpark mit spazieren. Und das machen die immer sehr gerne und die Leute finden das auch sehr toll. Und wenn keine Besucher kommen, da haben die Pelikane schon ganz schön dumm geguckt. Also es ist schon eine Weile her, dass ich mit meinen Kindern hier gewesen bin. Und die haben mich dann damals eine Frage gefragt, die konnte ich nicht beantworten. Die haben gesagt, Papa, warum fliegen die denn eigentlich nicht weg? Woran liegt's?
Unsere Tiere, die Pelikane zum Beispiel, die sind ausgeschnitten. Das heißt was? Kopieren darf man nicht mehr. Kopieren wurde früher mal gemacht. Da wurde die Schwungfeder vorne amputiert, auf Deutsch gesagt, der Daumen. Und jetzt werden sie einfach ausgeschnitten. Da werden die Flügel, die langen Federn auf einer Seite von dem Flügel abgeschnitten. Das ist wie, als wenn wir zum Friseur gehen. Das tut gar nicht weh. Und damit können sie kein Gleichgewicht mehr halten, wenn sie fliegen wollen. Also wenn sie anfangen zu flattern, wackeln sie. Also das war sozusagen dann die Warnung an den Pelikan, pass auf, bleib mal lieber hier, hier geht's dir eh besser. Ja, bleibt eh lieber hier. Hier weiß er, dass er sein Essen kriegt und dass er es nicht suchen muss. Ja. Nochmal zu diesen Ausgangsbedingungen, jetzt, dass wieder geöffnet werden darf. Sie dürfen ja bis zu 500 Besuchern gleichzeitig hier im Haus haben, im Tierpark haben. Wie wird das kontrolliert? Wir zählen die Besucher, die reingehen. Und an den Fingern oder wie? Wir haben so einen Klicker, das wird dann, wo man drauf drückt, wo es dann immer weitergeht. Und ein anderer Kollege zählt dann, wer rausgeht und das wird dann ausgeglichen. Haben Sie die 500 schon mal gehabt? Nicht am Stück. Also 500 Besucher am Tag schon, nicht am Stück. Mhm. Dafür war es jetzt das Wetter auch ein bisschen zu wechselhaft wahrscheinlich. Was mich auch noch interessieren würde, jetzt gibt es ja Zoos und Tierparks. Was sind da der wesentliche Unterschied? Ja, die Zoos sind eigentlich immer die mit den großen Tieren, wie zum Beispiel Giraffen, Elefanten, Nashörner, Flusspferde, Tiger, Raubtiere allgemein. Und das ist bei uns, und wir sind eigentlich ein Tierpark. Und wir sind eigentlich, wenn man sich bei uns so die Tierarten anguckt, ein bisschen ein kleines Zwischending. Wir sind noch nicht ganz Zoo, aber auch kein kleiner Tiergarten mehr, weil wir auch viele Tiere zeigen, die auch in Zoos gezeigt werden, wie zum Beispiel Bären, Tiger, Leoparden, Wölfe. Wir sind eben auch so ein bisschen auf Raubtiere spezialisiert. Nun war der Tierpark zu Gotha ja auch eine Zeit lang mit in einem Erhaltungszuchtprogramm. Das war zu Zeiten, als also auch noch so ein spezielles, das müsste ich mir aufschreiben, ein spezielles ihrer Lieblingstiere da war, ein Bürstenschwanz-Rattenkänguru. Ja. Und für Wisente und Armuttiger, ist das immer noch so? Also wir haben noch Armuttiger und Wisente, das Bürstenschwanz-Rattenkänguru haben wir nicht mehr. Das sagen Sie bitte nochmal so. Wie heißt das? Bürstenschwanz-Rattenkänguru. Ich finde das klasse. Okay. Ja, die haben wir leider nicht mehr. Da war dann die Gruppe relativ klein geworden und da haben wir die lieber woanders abgegeben, wo sie ordentlich nachziehen können, damit die Art auch wirklich erhalten bleibt. Ich habe irgendwo im Internet gefunden, dass das Gründungsdatum des Tierparks hier zu Gotha, das war 1954, ja. Gibt es da eine Geschichte zu erzählen? War das von vornherein? Ich glaube, die hießen irgendwie Heimattierpark oder so ähnlich. Ja, ganz, ganz der Ursprung fing das an, dass das Aquarianer hier ein kleines Gebäude hatten, wo sie mal so ein paar Fische gezüchtet haben. Und auch in den Teichen dann ein paar Fische hier hatten. Und dann wurde das allgemein immer größer. Da wurden mal ein paar Ziegen dann dazu geholt. Und wie so ein ganz kleiner Heimattiergarten, hat man früher immer gesagt. Und das hat sich dann, langsam haben wir uns immer mehr vergrößert und immer mehr spezialisiert. Und so sind wir dann zu unserem schönen Tierpark Gotha geworden. Heimattiergarten, genau. Das war da, wo ich während meiner Schulzeit auch hingegangen bin und dann mal andere Tiere gesehen habe, außer die Kaninchen bei mir zu Hause. Ja. Das macht ja der Tierpark Gotha auch, dass Schulklassen hier unterrichtet werden. Wann hoffen Sie denn, jetzt sind natürlich die Schulen zu, aber das hängt dann damit zusammen, dann würden Sie es gleich wieder anbieten, oder? Ja, wenn es dann wieder alles seinen normalen Gang geht, wenn bei uns das alles ein bisschen gelockert wird, dann würden wir das auch wieder mit anbieten, natürlich. Frau Engert, ich bedanke mich für das Interview. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegen, dass es bald richtig wieder aufwärts geht. Das Wetter wird schon besser. Und der wichtigste Wunsch, bleiben Sie bitte gesund. Da bedanke ich mich. Recht schönen Dank.